Moin zurück hier zu einer weiteren Runde Watch Dogs 2. So, dann schauen wir mal. Also, was ich gerade hier erwähnen will, ich finde das cool, dass hier so ein Ablauf stattfindet, ne? Dass hier die beiden Typen sich gerade abgekumpelt haben, so richtig. Ja, kurzen Gesprächsaustausch. Der eine Typ steigt dann jetzt hier ein, fährt mit dem Auto weg und so. Und ich würde mal sagen, das habe ich so bei GTA nie gesehen, irgendwie, dass da so auch so ein Leben stattfindet, irgendwie so ein bisschen. Finde ich cool, echt. So. Ja. Dann gehen wir mal da hinten wieder klettern. Mit dem kleinen E-Auto hier. So, okay. Natürlich oben auf die Kirche rauf irgendwie, wa? Na, dann gucken wir doch mal. Glaube aber fast. Ah ja, gucken wir hier. Nee. Das war Quatsch. Jetzt. Geschossen oder so? Oder was? Nee. Ups. Ein Pelikan. So kalt, diese. Also das haben sie nicht ganz hingekriegt. Das Band bewegt sich schon. Oder schlabbert noch so rum und die Kiste bewegt sich schon übelst. Ah naja. Ist halt so, ne? Ah, jetzt sag aber nicht, dass es drin ist oder was. Wenn ich jetzt hier umsonst hochgedengelt bin. Achso. Ah, intuitiv alles richtig gemacht, Mensch. Zack. Ich wüsste nicht, ob die immer noch dann die ganze Zeit zu sehen sind. Ist mir noch nicht aufgefallen. Ist auch schon wieder so hoch hier alles. Kann man nicht einfach so springen.
ist auch eine geile Weitsicht. Also muss ich schon sagen, weil man sieht da ganz hinten noch Boote fahren, also nicht hier die hier vorne, sondern ganz da hinten, hinter Alcatraz noch vorbei, da fahren auch Boote. Das ist schon nicht schlecht. Sind die Kollegen da unten eigentlich noch so versteckt? Nicht so richtig, wa? Irgendwie. Ah doch, guck mal, hier ist Kohle. Naja. Ah, hier geht's auf die Brücke. Das ist dann wahrscheinlich das, was mir gestern oder vorgestern schon versprochen wurde. Derzeit, ach so. Ja, die ist hier. Ach so, okay. So, bin ich ja jetzt mal gespannt, wie ich da hochkomme. Also erstmal will ich hier mal gucken, ob ich dieses Foto von hier machen kann. Ah, Golden Gate Bridge. Rüber. Na. Ist ja auch ein echt ein geiles Bild, glaube ich. So, das zu fotografieren. Achso, ich kann gar nicht umgreifen oder was? Achso. Ach Gott, tap the Golden Gate Bridge. Vor. Okay, also entweder komme ich hier direkt irgendwo hoch oder muss diese Kabel hochlaufen. Ich glaube, wir einfach mal fix rüber.
ohne links und rechts zu gucken. There was an accident on the Golden Gate Bridge this morning. Ugh, it was awful. But I keep telling myself to just go up and try, you know? And it hasn't happened. I'm such a loser. I go every week. Everyone else puts themselves out there, and I can't. I just can't. Echt jetzt? Wie soll ich das denn sehen und herausfinden? Oh, Mensch. Gut, dass er da nochmal weggezogen ist. Für mich. Da ist die Drohne. Smartphone hier oben. Das geht ja niemals so, oder? So, das nächste. Die sind in Höhe nochmal. Jetzt bin ich da. Jetzt müssen wir quasi noch höher. Naja, also so richtig Spaß machen mit den Missionen irgendwie nicht. Man kommt zwar hoch hinaus und so, aber es ist halt so immer Leiter fahren, Leiter fahren. Ups. Na, mal schauen, vielleicht kommt es noch. Oh, muss ich runterfallen hier? Ich bin gespannt, was in der großen Yacht da noch geht. Da ist aber bestimmt auch noch irgendwas. Ah, jetzt kommen auch die anderen. Also ich bin so hoch gewesen quasi, so weit entfernt, dass er die Ziele nicht angezeigt hat. Echt jetzt?
Ich glaube, bei GTA war das dann auch so, dass man dann nur noch die Lichter gesehen hat da. So ein bisschen. So wie da hinten jetzt so. Also selbst da sieht man ja noch die Fahrzeuge. Und das war irgendwie bei GTA anders, würde ich sagen. Und weiter geht's nach oben. Aber mir schon klar, dass es dann da drüben weitergeht. In der Hinsicht ist das Spiel zu durchschaubar in dieser Mission. Golden Gate Bridge. Gut, dass er es nochmal anzeigt. Aber es ist nicht der höchste Punkt, würde ich sagen. Wenn ich das gerade mal so sehe. Ich meine, es geht nochmal gleich hoch ein Stückchen, aber. Ich dachte schon, ich müsste erst den Turm 2 hoch und dann den anderen Turm nochmal. Und das wäre noch nerviger geworden. Aber ganz ehrlich, das Runterzu ist hier echt das Nervigste. Du bist eigentlich schon fertig, musst dann noch runter. Ich glaube, da sind die meisten, die einfach springen und sich sagen, ja, scheiß drauf, dann sterbe ich halt, aber einmal. Weil du fährst ja hier die ganze Zeit nur diese Dinger immer hoch und runter. Jetzt gucken wir mal kurz. Ich würde sagen, der Turm ist höher und der Turm da auch. Natürlich ist die relative Höhe hier größer, ne? Ja. Schön dunkel geworden, dass man nichts mehr sieht. Ach komm schon. Ich wollte gerade sagen. Was hier oben auch für Dreck rumliegt. Das ist die Drohne, die da rumfliegt. Ich überlege die ganze Zeit, was leuchtet denn da so komisch, aber. Das ist dann quasi die Drohne, Mensch. Cool.
Create, destroy, rebuild, dead sack. Oder andersrum, dead sack. Destroy, rebuild. Oder was weiß ich. Ja, Quadcopter, Callback. Get the fuck out of here! You tagged the Golden Gate Bridge? It's all over the news! Told you. This is the kind of exposure we really need. The student has become the master. I was always the master. Tja, und das ist das Problem. Ich könnte jetzt einmal hier runterspringen. Was aber nicht so viel Spaß macht. Dann gehen wir hier runter. Hier rüber. Fahren noch ein Stückchen hoch. Hoch. So. Und jetzt hoffe ich mal, dass hier gleich ein Boot steht oder so. Ja. Ich kann ja mal gucken, ob das klappt. Ah, es gibt kein Boat on Demand. Naja. Ja, wird schon. Ach, da gibt es noch andere Paintjobs. Jetzt aber. Naja. Ja, wir gucken erstmal kurz in die Map. Da oben gibt es noch. Back into Colleen's Apartment, ja. Ja. Und ab geht's. Oh. Oh oh, das geht schief. Oh. Ist doch nicht schief hier. Ich dachte, ich knall hier irgendwo auf. Das sah hier gerade so, aber die Beschleunigung war echt krass. Also. Hätte ich nicht gedacht. So, jetzt bin ich hier unten. Komme ich am nächsten auch irgendwo hoch oder war das einfach nur zum Rauskommen? Das war nur zum Rauskommen. Oder? Jo. Na toll. Ja, dann muss ich mal gucken. Das ist doch nicht angebunden per Straße, oder? Doch, es ist irgendwie. Also kann ich dahin schwimmen. Oder kommt hier noch gerade irgendwo ein Schiff, was ich hier so. Nö. Also weit ist das so gar nicht. Glaube ich. Quadcopter, Callback, ja. Das war jetzt wichtig. So, gleich geschafft. War auf jeden Fall der schnellste Weg von ganz oben wieder runter. So, lohnt sich das mit dem Boot jetzt rüber zu fahren? Kurz mal schauen. Ja, eigentlich schon. Man steht es gerade auch hier. Fort Point. Da stehen auch Autos noch. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Na, schauen wir gleich. Aber erstmal hole ich mir hier noch die Kohle da oben.
Ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich da schon bestimmt fast zu weit, aber ne. Key-Data recovered. Pickup. Also muss ich runter. Ah ja. Übelstes Rechenzentrum hier. Tja. Wo soll denn das Teil sein? Na. Was? Was? Was ist das denn? Ach Gott. Was ist das denn für ein fieser Trick? Also wenn du hier noch keine Drohne hast, bist du echt am Arsch. Du siehst ja so schon fast nicht mehr durch, wo hier irgendwelche fiesen Leitungen lang gehen. Tja, wo hört denn Blau jetzt auf? Ach hier, guck mal. Irgendwo fehlt noch ein Knoten. Ach, hier oben. Okay, der haut wieder ab. Ich hätte doch vor ihr, würde ich sagen. Schon mehr eingefärbt.
Ach so, wieso habe ich den denn wieder rausgedreht? Sehr gut aus. Sieht alles gut aus. Okay, muss ich raus. Hoch. Und noch ein höher. Oh. Gut, so. Also können wir uns jetzt ein Auto schnappen. Hier vorne standen ja noch ein paar. Dann fahre ich jetzt einfach mit den Autos darüber. Nehmen wir so einen schönen fetten Pickup. Ich habe hier noch schön was hochgejagt. Ah, Navigationssystem drin. Ah, schön San Francisco hinten drauf geschrieben. Ist da noch was auf dem Weg eigentlich? Irgendwie? Direkt auf dem Weg, das alles woanders. Ja. Ja, ist cool zu sehen, dass das Spiel noch andere spielen. Also, dass ich nicht der Einzige bin, der das noch spielt. Ist zwar nicht mehr viel los, aber es kommen immer welche reingepoppt. Also, von dem her wird es noch benutzt. Das ist ganz cool eigentlich. Ah ja, man sieht es also noch. Cool. Den Parkplatz war ich auch schon. Voll cool. So my friends are telling me that I'm spamming them with DedSec articles on Invite, and I'm like, what? I killed my Invite account ages ago. But turns out, someone reactivated it and is using it to spam DedSec propaganda. I'm looking at you, DedSec. So, na dann schauen wir mal.
POS. Ladies and gentlemen, Pervert Cole. Fucking menace. Let's wreck his world. Last time, I got a never-ending supply. Okay, so when can we meet? Because I need something new for the weekend. Huh. Well, prices are going up, Chris. This is exclusive material I'm providing. One customer, one kid. Alright. I don't know, man. You're not the only dealer in town anymore. This is primo. Oh, hold on, Chris. Something's coming that you're really gonna like, Grizz. I'm gonna need $2,000. $2,000? Are you out of your mind? $2,000 is a fucking bargain. I could go to jail for this shit. You should go to jail for robbing me. You already have my fucking life savings. You know what? Forget I called. I got customers who remortgage their house for this shit. Okay, just hang on a sec. We can work something out. I could get $4,000 for this kid. I got an exec in the valley. He doesn't nickel and dime me. Just feeling squeezed, but I'm definitely interested. Let me see what I can come up with. Ah, what the fuck are you doing, Grizz? I didn't do anything. Well, can you hear me? Yeah, I think that was on your end, man. Must be a bad connection. Okay, what was I saying? Something about screwing me. Yeah. All right, so fuck me! Grizz, are you still there? Labor piece of shit! Six, eight, 11? Jesus, everyone wants preschoolers. Once they hit grade school, they're too fucking old. Hon, my headset's on the fritz again. I gotta hit the store. Really? Did you get all that? Yep. Jesus Christ. I wish I could reach through the camera and strangle that guy. Don't worry. This footage is already circulating. Society will do the strangling soon enough. Die heißt auf Deutsch Schadenfreude, gell? Also auf Englisch heißt sie Schadenfreude. Yo, check it. I was on the treadmill. Pissy looking guy came up with a trainer and kicked me off. Dickhead looked familiar, so I asked around the gym. Sneak invader. The guy in charge of home. I guess waiting for a treadmill is too loathing for rich assholes like you. What would you guys think about shooting a little exercise fail video starring the CEO of home? Steven Bader? I'd love to have another go at humiliating that punk's ass. Why an exercise video? Peepin' Steve is at the gym right now. Buckle in and get ready for a show, my friend. Christmas is coming early this year. Okay. Wo sind die jetzt dann? Da drüben quasi. Ja. Okay, nevertheless, ist jetzt erstmal das Teil dran. Need to get the taskbar. Ist ja auch geil. Schönes Auto umgedreht, jemand umgeparkt. Nice! Who is the Golden Gate Vandal? The chatter online says he's a member of the online hacker group DedSec, but this hasn't been confirmed. What do you think of the facelift given to the bridge? Let us know on invite. We'll be reading your comments on the air in just a bit. Karaoke. Yes.
motherfuckers used to try Roxanne and take more. That's Elvish. Hey, Sitara. Hey, put this up on the screen, Josh. It's from Miranda. You're being followed. A friend of mine has given this to you at great risk. Watch your back, there's a target on it. Target? What? That's us. Well, right now. Can you check this one out? Someone's spying on us from right outside. Mm-hmm. Let's fucking buy your shit up! Hey, be cool, man. Sneak out. I'm gonna go out the front and see if I can spot our tail. Hmm. Okay, who's spying on that sack? There's a van. Yeah, that's so. Get what you can on. Yeah, good. Wieso jetzt habe ich jetzt eine Time left? Also, das verstehe ich nicht. Warum habe ich jetzt Zeit verloren, obwohl gar nichts war, sag ich mal. Ja, Markus out of range, also muss ich daran. Okay. Achso. Ups. Das ist geil, das sagt auch keiner, was das ist. Natürlich auch geil, den Trick habe ich auch so noch nie probiert, den Wagen einfach rauszufahren. Ist ja Restricted Area, das ist ja geil. Was soll er mit dem? Oh. Okay. Oh man.
About time. We're getting an incredible amount of stuff here, man. We gotta broadcast some of this. I'm a little busy right now, Wrench. Totally. Hat mich denn jetzt gesehen hier gerade? Das Teil hier aufnutzen? Ja. Ja, komm, komm, komm. Hat sogar Wind angezeigt. Ah, okay. That makes sense. Geil. Das finde ich echt geil gemacht. Hier ganz schön im Wind segeln. Gas geben. Wrench, what is it? We're messing with the FBI, man. We gotta totally restrict communication on this. Okay, but minimal communication, M. Face to face is best. Meet me at the place where you know it. Wrench? Wrench! Damn! To the cafe then. Marcus? We've been trying to contact Horatio. He's not answering and his phone doesn't show any movement. Can you make sure he's okay? I'll mark his phone on your map. Sure. Eye for an eye. Auge um Auge. Okay, jetzt braucht schon ein bisschen hier. So. Was haben wir denn? Naja, gut. Der Wind auch dreht irgendwann mal.
Weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich jetzt auch schon mal Segelboot gefahren, auch sehr gut. Das muss ja so ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen jetzt. Da sieht man noch, wie der nicht mehr so im Wind liegt. Also sobald ich mich reindrehe hier, komplett Segel glatt. Und es schneidet durch das Wasser, wie du willst. So, und jetzt muss ich mal durch den Wind gehen. Quasi so wieder anfahren. Eigentlich nur noch Karte. So wieder raus und durch den Wind. So, fahren wir mal auf den Strand auf. Busch. Schön. Sogar gerade mein Auto rum, Mensch. Donuts. So wird dann die letzte Mission für heute auch schon sein. You like this place, huh? Food is average. Get in here. Can't tell if she thinks my mask is hot or creepy. The main FBI office is in the Delamis building. You really need the rest of that data. Because something hinky's going on, man. Something big. Different hackers I know. We've been noticing bands falling around. Well, it wouldn't be the first time the FBI's tried to strong-arm hackers. Join us or die type shit. Why now? The timing is suspicious given the popularity. How much do you trust Ray? You might have cut a deal. Oh, man, no way. Hey, trust me on this one. Maybe Miranda can help? Maybe. She uses a car service all the time. I'll tap into the feed and show up as a driver. Can I get you anything? I'm just leaving. Can I ask you a question? Mm-hmm. Do you think my friend's mask is hot or creepy? Both.
You staying for another cup of coffee? Nice. Na cool, dann können wir gleich hier den Driver-Job machen. Wenn ich nach hier sehe, so. Marcus needs some time away from. Ach so, das gehört dazu, but. Smooth ride. Hä? Wir schauen ja gerade noch mal in die Karre. Reicht jetzt. Achso. FBI. I cannot confirm or deny that. We want to strike back, but I couldn't get all the data. I need to get into their Oakland office. You're coloring way outside the lines, Marcus. Yeah, and? Is that why you showed up as my driver? You think I'm being scoped by the feds, too? Isn't that why you wouldn't tell us where those photos came from? I was merely being prudent. And I'm being prudent by talking to you in person. So, Marcus, I'd be remiss if I didn't point out that a young man who discovers that the Federal Bureau of Investigation is after him should probably re-examine some of his life choices. Good advice. Particularly a young black man. Guilty. Good. We've gotten that out of the way. So how did you get those photos of us in the bar? Let's just say I have a source. Does your source have anything else I should know? Word is the feds are going after hackers hard. They're trying to co-opt or blackmail every group they can. For what? They want control of all the zero days, and they don't want competition. Damn, now the FBI is in on it? Heck, it might not be cool anymore. I'm not joking, Marcus. They're gonna come after DedSec, and they're serious. The FBI office. I'm friendly now. You'll have to use the mask. What's that mean? Means it's an old-style payphone outside Delta. Pick it up, identify yourself as Fred. Record the signal. Oh, that's fucking dope. I'm gonna give you a shit rating on the driver. Dashing Vines design.
Okay. Operation cell phone. Gain access to Delum's towers. This is a side quest. Human CEO, meditate human CEO, okay. Ja gut, wo bin ich denn überhaupt? Ach da. Wie bereits erwähnt, das war's jetzt für mich für heute. Also ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen, wahrscheinlich zur selben Zeit grob, für denselben Zeitraum. Ich danke euch fürs Zuschauen, bis dann, ciao.